Höxter ist eine Mittelstadt mit knapp 30.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen. Es ist die Kreisstadt des Kreises Höxter. Die Anfahrt zum Stellplatz Höxter, Floßplatz, ist gut ausgeschildert. Einzig Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen von der östlichen Weserseite den Stellplatz anfahren. Die Anfahrt führt über einen Großparkplatz bis hin zu den zwei Einfahrtsmöglichkeiten. Zufahrt 1 führt durch die Fähr- und Entsorgung. Hier ist alles kompakt zu finden. Der Münzzahlautomat, die Sanistation, die Duschen und ein Bodeneinlass. Sollte jemand durch das Entsorgen die Einfahrt versperren, fährt man den Floßplatz durch die Zufahrt 2 an. Hier stellt man sich einfach in eine freie Fläche. Natürlich sind die schönsten Parzellen die mit Blick zur Weser oder zum Ort Höxter. Die vorderen Parzellen sind von Hecken umgeben. Es gibt genügend Stromanschlüsse. Für ein gemütliches Beisammensein stehen Tische und Bänke uns zur Verfügung. Es gibt einen Brötchenservice und der Platzwart kommt täglich vorbei. Er beantwortet gerne eure Fragen. Die Wege sind geschottert und die Stellflächen Schotterrasen. Zur Ergänzung des Stellplatzes stehen eine Wiese und nochmals eine asphaltierte Fläche uns als Parkmöglichkeit zur Verfügung. Auch große Wohnmobile finden hier genügend Platz. Eine Infotafel verspricht, viele Sehenswürdigkeiten im Ort anzutreffen. Als erstes fällt mir das historische Rathaus auf. Darin untergebracht ist die Touristinformation. Den Eingang dazu findet man beim Turm. Überhaupt lohnt es sich, dieses Gebäude genauer von außen anzusehen. Mein nächster Blick gilt der St. Kiliani-Kirche mit den zwei Türmen. Viele wunderschöne Fachwerkhäuser prägen das Stadtbild. Und ein kleiner Bach fließt mitten durch den Ort und treibt ein Wasserrad an. Wer shoppen möchte, kann dies im Zentrum gerne tun. Gleichzeitig können weitere Sehenswürdigkeiten der 30.000 Einwohnerstadt bestaunt werden. Ich habe noch ein paar Eindrücke gesammelt. So eine Parkanlage mit einer schönen Baumallee. Nun fahre ich mit dem Rad weiter, vorbei an dem Stellplatz Höxter Floßplatz in Richtung Welterbe Gorvey. Von der Stadt aus sind das gerade mal knappe 2 Kilometer der Weser entlang. Der Ursprung dieses Schlosses liegt im Jahre 822 in Form einer Basilika. 1699 baute man die Abtei in diese barocke Residenz um. Im Schloss befindet sich unter anderem ein Museum und eine Bibliothek. Nach so viel Kultur spaziere ich gemütlich zurück zum Stellplatz Höxter Floßplatz. Schön ist es hier. Darum, bis bald, wir sehen uns in Höxter.